Ich bin der Simon, bin 26 Jahre alt. Mit 18 musste ich zu Hause raus durch Streitigkeiten mit der Mutter. Und da fing dann eigentlich alles an. Schule abgebrochen, aufgrund von der Obdachlosigkeit halt eben auch wieder. Zwischendrin auch eine Wohnung gehabt oder mit ein Zimmer. Dann halt eben durch irgendwie einen Schlag wieder alles verloren. Mein Sozialarbeiter, der kam irgendwann auf mich zu und sagt, er kann sich das bei mir gut vorstellen, dass ich eben in das Housing First passe. Es gibt Menschen, die schaffen es irgendwie, aber die haben halt auch irgendwo ihre Hilfe. Und ich habe halt eben einen Sozialarbeiter gehabt. Wir haben uns jetzt längere Zeit nicht gesehen. Ich schaffe es nicht immer, aber versuche so einmal die Woche zumindest bei ihm vorbeizukommen. Er kommt aber auch zu mir ins Büro. Häufig erledigen wir so Papierkram oder wir führen einfach erstmal ein bisschen Gespräch über, wie die Woche gelaufen ist, was er so gemacht hat und was noch so ansteht. Am Anfang, da war es halt eben so, dass ich glaube 2 oder 3 Wochen halt mehr oder weniger wirklich nicht wusste, wohin. Ja, da teilweise auch dann wirklich auf der Straße geschlafen habe, im Parkhaus oder sonst wo. Und ja. Er ist jetzt 26 und hat nie wirklich in einer eigenen Wohnung gewohnt, hat aber permanent gearbeitet. Und von daher wusste ich da schon, was alles möglich sein kann, wenn der Junge seine eigene Wohnung hat. Das Fundament, was es braucht, um auch die anderen Dinge anzugehen. Genau dafür sind wir halt da. Also es geht dann in der Arbeit ganz stark um auch um Beziehungsarbeit und wirklich zu gucken, wie man dem Klienten halt helfen kann. Wir sagen halt auch erst, wenn jemand sozusagen wieder eine eigene Wohnung hat, kann er sich Schritt für Schritt um seine Angelegenheiten kümmern. Das ist eine tragende Säule eigentlich vom Housing First Projekt, dass es gerade alles so frei ist. Ohne Druck, ohne Zwang. Der Simon kommt zu mir, weil er das möchte und nicht, weil er es muss, weil dahinter ein Betreuungsvertrag steht oder wir einen Hilfeplan zusammenschreiben müssen. Wenn der Simon irgendwann feststellt, ich muss mich nicht mehr mit dir treffen, dann ist das gut so. Und wenn er mich braucht, dann ist das genauso gut. Ja, es ist ein Hoffnungsschimmer, dass es doch noch nach oben gehen kann. Aus der Obdachlosigkeit, in eine Wohnung, in eine Arbeitsstelle, in einen geregelten Alltag, in ein geregeltes Leben halt eben.